Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession. Zu einer neuen Folge von Let's Play. Edna bricht aus. Wir hören erst mal Poki zu. Juppie Jupsen wird übrigens von Klaas Paletta gesprochen, einem nicht ausgebildeten Sprecher, also ich glaube einem der wenigen wirklichen Laiendarsteller in Edna bricht aus. Er macht die Rolle hervorragend, wie ich finde. Jetzt macht er bei uns die PR und New Business. Seine Stimme passt exzellent zu unserem Juppie. Ich habe übrigens von diesem Raum noch eine zweite Illustration, die nirgendwo aufgetaucht ist. Ich glaube, die liegt im Edna-Ordner. Und zwar war ursprünglich mal geplant, dass es noch eine dritte Reise in die Vergangenheit in Edna bricht aus gibt, bevor man zum Showdown kommt, in der sie als kleines Kind schon von ihrem Vater im Irrenhaus in Dr. Marcells Irrenanstalt vorgestellt wird, als schwer erziehbares Kind. Und Edna fühlt sich unwohl und wandert herum. Und da gibt es für diesen Screen noch eine zweite Version aus einer ganz anderen Perspektive, die sehr bedrohlich wirkt, wo halt die Irren als dunkle Gestalten vor dem Gitter lauern. Ganz hässlich geworden, der Screen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich es nachher weggelassen habe. Sehr hässlich geworden. Sehr hässlich. Okay, also kein professioneller Sprecher. Dann würden wir sagen, trotzdem mal ansehen. Er telefoniert. Egal. Nein, das könnte er missverstehen. Nein. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Oh. Nein, das könnte er missverstehen. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Das wird wahrscheinlich mit allem so sein, ne? Hallo? Außer vielleicht mit dem Comic? Hallo? Na. Hallo? Okay. Wir kamen von oben, oder? Kommen wir auch nirgends anders weiter? Nein, okay. Jo. Es gibt eine Reaktion in Edna bricht aus, die kann man einfach nicht verstehen, obwohl sie eigentlich auf das Spiel selbst referenziert. Und zwar, wenn man sich das Bild anguckt, sagt Edna, ich sehe ein kleines Kind im Bauch eines Walfisches oder irgendwie sowas in der Richtung. Das erkennt sie in dieser modernen Kunst. Und die Lösung zu diesem Satz, also die Auflösung, warum sie das da drin erkennt, sieht man in der Vergangenheit. Und zwar ist dies ebenfalls eine Szene, die in der verloren gegangenen dritten oder vierten Tempomorph-Szene verschütt gegangen ist. Und zwar wurde sie von ihrem Vater bereits als Kind hier in die Anstalt geschleppt und muss dann halt hier warten. Und macht sich natürlich wieder selbst auf den Weg, weil sie halt eben auch als Kind schon so aufmüpfig war. Aber am Anfang sollte sie dann dort in dieser Sitzgruppe sitzen und mit den Beinen baumeln. Und hinter ihr, also der ganze Raum war ähnlich wie die anderen Tempomorph-Szenen, im Gegensatz zur Realität halt aus kindlicher Perspektive enorm verzerrt. Und hinter ihr hing halt ein großes Bild von einem Walfisch, der halt mit groß aufgerissenem Mund irgendwie sie zu verschlingen drohte, wie sie halt irgendwie in dieser Sitzgruppe sitzt. Kein Wunder, dass sie da aufstehen wollte. Weil sie sich gerade nicht nur in der Szene wie ein Kind im Bauch eines Walfisches oder das bedroht wird, von einem Wal gefressen zu werden, fühlte, sondern halt auch eigentlich inhaltlich, weil sie diese Therapie, die ihr Vater für sie vorgesehen hat, ablehnt. Tja. Alles klar. Interessant. Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt. Ja. In Lila hätte ich sie mitgenommen, aber so? Nee. Ach komm, die haben auch Liebe verdient. Sitzt es sich da bequem? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich würde das als Nein das deuten. Das ist weder der Ort noch die Zeit, um eine Pause einzulegen. War das eine Anspielung an Pokémon? Das ist weder der rechte Ort noch die rechte Zeit, um Fahrrad zu fahren oder so. Was hältst du davon, Harvey? Hui. Eine Herde Galapagos-Schildkröten. Woran erkennt man Galapagos-Schildkröten? Sie laufen nicht weg, wenn man wild mit den Armen rudert. Ich meine, sie laufen nicht weg, wenn man eine Standard-Greifbewegung ausführt. Na, das will ich sehen. Hui, Galapagos-Schildkröten. Okay. Polo spielt man zwar im Sitzen, aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was du damit bezweckst. Ich auch nicht. Ist gar nicht auffällig so.
In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. So, dass die überall Edna raufschreiben, ist nicht auffällig, dass sie hier war, nein. Wenn ich den hier abstelle, merkt das wohl keiner. Nein! Jetzt muss ich einen neuen holen. Der sitzt bereits lebenslänglich. Der ist nicht geschraubt, sondern nur lose ineinander gesteckt. Ah, Moment! Ich glaube, das ist ein Achievement. Ich habe da irgendein Achievement mit Zwergen und Bechern gesehen und es sind drei Becher gewesen, die irgendwo rumstanden. Und wir haben jetzt schon einen zu der Pflanze hier gestellt und einen jetzt unter den Tisch. Vielleicht ist das ein Achievement, dass wir so die Becher überall hinstellen müssen. Der ist Möglich ist das ja, ne? Runter. 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 Und Bild angucken. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Das wussten wir schon. Das Motiv gefällt mir nicht. Es erinnert mich irgendwie an ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Wieso nur? Harre aus, kleines Mädchen auf dem Bild. Schon bald wirst du da rauskommen. Und dann wirst du sie zertrampeln. Alle wirst du zertrampeln. Sie sollen deine Wut zu spüren bekommen. Redet sie jetzt noch von dem kleinen Mädchen, oder? Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Harvey. Was hältst du davon, Harvey? Ich sehe den Kopf von Dr. Marcel auf einem Schaschlikspieß. Und ich sehe ein gut aussehendes Bugs Bunny-Double mit Hunger auf Schaschlik. Der Künstler hatte offenbar eine kranke Fantasie. Klar, der Künstler. Das hat mich immer an moderner Kunst gestört. Sie ist nicht angreifbar. Wozu? Es würde niemandem auffallen. Auf diesem Bild schneidet Captain Unbrauchbar das Ohr von Nützlich Boy ab. Warum? Wagen 17 an Zentrale. Die Kunst ist auf freiem Fuß. Sie ist bewaffnet. Und sie ist gefährlich. Nehmen Sie Verfolgung auf. Over. Alter, ich habe schon wieder eine Mücke in meinem Zimmer. Ist nicht dein Ernst. Hab sie gekillt. Eklig, Alter. Schon wieder Mücken, ey. Ich hab tausende Mücken in meinem Zimmer. Das ist unglaublich. Dieser Becher ist so nutzlos wie moderne Kunst. Oh. Ob mein Fußnageltrick als Performance-Kunst durchgeht? Durchgehen, ja. Performance-Kunst, nein. Oh. Ich hätte ja gesagt. So, wo kommen wir denn hin? Da. Aber ich glaube, da kommen wir nicht raus, oder? Doch. Oh, oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ja, das ist natürlich eine weitere große Gemeinheit von mir, dieser Raum. Edna kann ja, nachdem sie ihre Zelle verlassen hat, sich relativ frei in der Anstalt bewegen. Und man kann auch tatsächlich schon überall hingehen, also verhältnismäßig überall und halt schon ganz viele Sachen mitnehmen und anfangen, Rätsel zu lösen und so weiter. Aber ganz egal, ob man das gemacht hat oder nicht, sobald man diesen Raum betritt, wird man eingesperrt und ist erstmal wieder hinter den Gittern. Was Edna auch verhältnismäßig, also das Spiel verhältnismäßig komplex macht, dadurch, dass man halt eigentlich theoretisch die Freiheit hat, an dieser Tür vorbeizugehen und erstmal andere Sachen noch zu erledigen und andere Sachen zu sehen. Aber eben auch, also beim Programmiertechnischen ist es komplex, man hat halt irgendwie die Möglichkeit, dass Spieler halt auf direktem Wege hier durchlaufen. Das heißt, es gibt ganz viele Items, von denen ich halt gar nicht weiß, hat Edna die schon im Inventar, sobald sie den Bereich mit den Irren betritt oder hat sie die nicht im Inventar. Aber das Starke, was meiner Meinung nach diese Entscheidung verursacht, ist, dass man auch wirklich das Gefühl hat, ich hätte doch noch so viel machen können. Ich hätte doch noch vorher in diesen Gang reingehen können. Da habe ich mich doch noch gar nicht richtig umgeguckt und so weiter. Man läuft durch diese Tür und wird geschnappt und denkt so, ach verdammt, ich hätte da doch noch so viel machen können. Umso schöner ist nachher das Gefühl, wenn man das erste Mal wieder hinter die Gitter kommt und sich halt tatsächlich frei in der Anstalt umsehen kann. Dann aber auch immer mit der Angst so, okay, hinter jeder Tür könnte theoretisch wieder so eine Szene lauern. Hinter jeder Tür könnte wieder ein Wächter lauern, der einen gefangen nimmt.
Das heißt, auf der einen Seite eigentlich eine sehr unbequeme Designentscheidung, auf der anderen Seite glaube ich aber doch ein ganz intensiver Moment oder die Quelle für ganz intensive Momente im Spiel. Haben wir jetzt gerade so gesehen die Story weiter vorangeführt? Ich bin gar nicht da. Du hast mich nie gesehen. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Du bist nur zu Besuch. Oder nein, warte. Du bist der Neue, richtig? Richtig? Ich habe es so... Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitz den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich bin... Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. Nein, sperr mich in meine Zelle! So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Ich hätte noch so viel machen können! Vermasselt. Nein! Das ist jetzt unlucky. Hallo? 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 Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich lege es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Der macht das echt gut. Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir, die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst. Nur, weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Okay. Ist nicht so wichtig. Telefoniere euch weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Hallo? Hallo? Hey. Bleib mal gerade dran, ja? Hey. Willst du etwas Bestimmtes? Ist nicht... Das, hallo? Hallo? Feuer! Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Alles klar, was? Feuer, Feuer! Was ist willst du? Ist nicht so wichtig. Telefoniere euch weiter. Das, hallo? Ach, Mann. Die noch so viel machen können. Ihr scheint das Fernsehprogramm zu gefallen. Es ist genau Ihr Niveau. Ich habe keinen Fensterplatz in meinem Nachthemd mehr frei. Und den Fensterplatz in meinem Herzen hat Harvey. Von dort spucke ich auf vorbeikommende Passanten. Alle hopp! So viel zu meiner Karriere als Dompteur. Tja, vielleicht kann ich ihr Kunststücke beibringen. Alle hopp! So viel zu meiner... Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot.
Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Lass uns die Pflanze umklopfen. Es heißt umtopfen, Harvey. Ich weiß, was ich gesagt habe. In diesem Bild gießt nützlich... So, das hatten wir schon mal, ne? Ist diese Pflanze Teil von Dr. Marcells illegaler Drogenplantage? Ja. Inspektor Konrad ermittelt. Leider nein. Verdammt. Hier, ein wenig Dünger. Verdammt. Ich brauche einen neuen Zehennagel. Der Siffi... Nein! Ich stelle ihn einfach dahin. Da stört er niemanden. Yes! Ja, in diesem Screen enttarne ich eine weitere meiner Inspirationsquellen für Ender möchte aus, wenn nicht die wichtigste Inspirationsquelle. Und zwar... Es ist ja nun mal einfach fast zu offensichtlich, dass Edna als schizophrene Persönlichkeit mit ihrem sprechenden Stoffhasen quasi als imaginären Freund einfach sehr starke Analogien zu Meister Eder hat, der ja auch mit seiner Schizophrenie halt irgendwie einigermaßen durchkommt und einfach irgendwie mit seinen unterdrückten Triebaspekten in Form von Pumuckl umgeht, als wäre es was Reales. Ich fand diese Konstellation schon immer sehr spannend, auch schon als Kind fand ich das schon bemerkenswert, wie damit gespielt wird, eben mit seiner Geisteskrankheit. Und ja, das hatte ich mir schon als Vorbild genommen für Edna bricht aus, ja. Ja. Gut zu wissen. Das einzige Licht, das sie bekommen, kommt vom Fernseher. Lieber nicht. Ich habe den braunen Daumen. Oh. Was gibt's Neues in der Flora? Prickeli-Frum. Wie bitte? Ach ja, ich vergesse immer, dass ich gar kein Pflanzisch verstehe. Ach Mensch, Edna. Diese Pflanzen sind eigentlich ziemlich nutzlos. Nein. Aschenbecher. Der Künstler war offensichtlich schwer depressiv. Den hässlichen Klumpen? Ach nö. Ey, Aschenbecher, super gut. Eine Verschwendung von kostbarem Ton. Ich rauche nicht. Doch, jetzt schon. Was hältst du davon, Harvey? Und ich esse... Okay, ich glaube, da sagen sie wieder das Gleiche. Guck alle. Guck mal, Harvey, ein Aschenbecher. Bist du dir sicher? Es könnte auch die Queen sein. Nein, sieh doch. Diese verrunzelte Oberfläche. Ah, ja. Dann diese Ausdruckslosigkeit, diese Verhärmtheit, dieser aschfahle Farbton. Dieses staatsmännische Getue und diese ständig nach unten gezogenen Mundwinkel. Oh ja. Tja, du hast recht. Es ist ein Aschenbecher. Es könnte auch eine Abschlagstelle für Polobälle sein. Das Teil zu treffen könnte das Grundwasser auf Jahre hinweg mit Nikotin verseuchen. Es könnte auch eine Nachfüllstation für Kugelschreiber sein. Selbst Kugelschreiber würden ihren Kopf da nicht reinstecken. In diesem Bild leert nützlich Boy die Aschenbecher im Tiefparterre-Cave. Nein. Und dazu noch... Vielleicht ist es auch ein Donuthalter für Streifenwagen. Klingt praktisch, sieht aber zum Kotzen aus. Es könnte auch eine Hornhautraspel zur Pediküre sein. Wenn mal über Nacht der ganze Unterschenkel verhornt. Ach, alles klar. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Das ist das, was Pokey gerade sagte. Dieser Kobold kommt mir nicht ins Inventar. Okay. Komm sofort darunter, du hässlicher Kobold! Sein Ungehorsam erbost mich. Ich habe das Bedürfnis, irgendetwas zu zerreißen. Ah, alles klar. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich? Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der alte Taschenlampentrick funktioniert hat. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder.
Out. Reiner.